Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Don't believe the hype. Jetzt ehrlich. Ich frage mich, was das immer soll mit dem Geschichterl, dass alle paar Jahre durch die Presse gejagt wird, von wegen, das Cannabis von heute ist stärker als wie das aus den 60er und 70er Jahren. Ja, ist richtig, ist es auch. Deswegen haben wir in den 80er und 70er Jahren auch Hasch geraucht. Und das war genauso stark oder sogar noch stärker als das Cannabis von heute. Punkt. Dazu kommt, dass wenn man ein höhere Konzentriertes hat und man weiß das, dann nimmt man davon weniger. Wenn man wenn man sich was zum Deppen macht, dann ist das Harz, das Anteil, den man da auf seinen Nagel drauf macht, nicht mehr als wie das, was man normalerweise mit der Blüte konsumieren würde. Bloß halt ohne dem Pflanzenmaterial außenrum. Aber das kriegst du ja in so einem Kopf von jemandem, der Cannabis noch nie konsumiert hat, gar nicht rein. Ja. Die denken nämlich, man konsumiert immer, um einen Vollrausch zu kriegen. Die kommen nicht auf die Idee, dass bei einem geübten Konsumenten die Rauschzustände unterschiedlich stark sein können. Man ist nicht so breit, dass man nur noch in der Ecke liegt, sondern man ist ganz normal aktiv, jeder andere auch, wenn man die richtige Sorte konsumiert hat. Es kann auch 30% THC-haltig sein. Das ist ja kein Problem. Ne? Wenn du so hochprozentiges THC konsumierst, kann es da passieren, dass du total speedig bist. Weil halt die Komponenten so sind, dass diese Sorte einen nicht drückt, sondern aufputscht. Ich sage jetzt extra nicht Sativa und Indica, weil das leider überholt ist. Und wir uns langsam daran gewöhnen sollten, dass wir wegkommen von Sativa und Indica und eher von drückend und aufputschend reden sollten. Upper und Downer. Wäre besser. Für uns alle. Ja? Weil die ganzen Hybriden und die ganzen Kreuzungen mittlerweile, da kommst du gar nicht mehr hinterher mit dem, was ist denn was. Und das interessiert eigentlich auch gar nicht. Sondern eher, wie ist die Wirkung, wie schmeckt es und wie viele Komponenten sind denn da drin. Für medizinische Wirkung ist das schon ausschlaggebend. Nicht alles, was nach Weihrauch riecht, wirkt auch wie gleich, ja? Sondern schon unterschiedlich. Es kommt dann auch von den Mutterpflanzen, Vaterpflanzen und so weiter. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. And don't believe the hype. Wenn die CDUC so einen Experten berufen, dann ist es immer der Herr Professor Dr. Thomasius. Ich weiß, für uns alle ist es ein rotes Tuch. Und deswegen, weil wir genau wissen, der Mann übertreibt maßlos und schamlos vor allem und zieht Quellen heran, die aus sehr dubiosen Richtungen kommen, auch von Hardlinern, denen nur daran gelegen ist, Cannabis in einem schlechten Licht darzustellen. So wird er ja nicht müde zu behaupten, dass das Cannabis von heute stärker ist als wie von früher, was natürlich richtig ist. Aber jetzt kommt dann die Lüge dazu und deswegen würden mehr Leute Hilfe suchen. Jetzt sage ich mal eins. Bei den ganzen Drogenberatungen, wo es immer heißt, es kommen vermehrt Jugendliche wegen Cannabis, dann kommen die Jugendlichen nicht freiwillig, sondern weil sie einen Richter geschickt hat. Und auch Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr kann ein Richter entscheiden und ein Staatsanwalt entscheiden, dass die geistige Reife noch nicht so weit ist und dass deswegen ein Jugendstrafrecht angewandt wird. Und deswegen schickt man den Kandidaten, der kriegt halt kein Freispruch oder Einstellung von einem 1-Gramm-Verfahren, sondern das wird durchgezogen und dann kriegt der als Auflage, er muss so und so oft zur Drogenberatung gehen. Die Drogenberater machen sich natürlich ein Stricherl. Ja, da war einer da wegen Cannabis. Ob der wirklich ein Problem hat oder nicht, steht er absolut in den Sternen. Das Problem kriegt er nämlich erst, wenn er nicht zu den Beratungsstunden geht. Weil das ja Auflage ist von seiner Bewährung. Ja, da hat er nicht 1 oder 2 Monate auf Bewährung. Das kriegt er dann auf 2 Jahre mit der Auflage nicht mehr konsumieren, Urinkontrollen abzugeben und zur Drogenberatung zu gehen. 2 Jahre für einen jungen, heranwachsenden Menschen nicht mehr feiern dürfen.
Wisst ihr, was das bedeutet? Da kann sie doch einen Gnadenschuss geben. Es wird ja kein Unterschied gemacht. Und das ist ein Problem. Wir sollten das schon sehr, sehr, sehr differenzieren. Und wir sollten nicht hergehen und unsere Jugendlichen in eine kriminelle Laufbahn schicken mit so einem Blödsinn. Weil was anders passiert ja nicht. Ja? Der junge Mensch wird trotzig, wird es beim nächsten Mal, lasse ich mich halt nicht erwischen. Oder dann bin ich schon erwachsen. Ja? Und gerade in Bayern, da greift er die geringe Menge nur beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal. Jetzt erwischt du den mit 23. Das ist super. Oder er war 20, als er erwischt worden ist und hat diese ein paar Monate auf 2 Jahre Bewährung und so kurz vor dem Ablauf wieder erwischt. Weil er mal wieder angeraucht hat. Wegen irgendwas. Weißt, es ist so ein, mit Kanonen auf Spatzen schießen, dass alles zu spät ist. Und die Kollateralschäden außenrum, das System ist auch noch ein Staat dann anscheinend egal. Der Sinn des BTMG ist doch dazu, auf die Volksgesundheit zu achten. Wieso gestattet man dann das mit der Streckerei? Oder befürwortet das mehr oder weniger mit dem Verbot sogar noch? Oder leistet Vorschub? Ja? Dadurch, weil es verboten ist, kannst du ja, nachdem du beschissen worden bist, nicht zur Polizei gehen. Gehst du zur Polizei und zeigst du jemanden an, kriegst du auch noch eine Anzeige, weil du zugeben hast, dass du was besessen hast oder wolltest was besessen. Wie irre ist denn dieses Ding? Hä? Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Arzt wie der Thomasius sich hinstellt und sagt, das Strafrecht ist geeignet dazu, Jugendliche vom Konsum abzuhalten und gleichzeitig jammert er, dass der Konsum zugenommen hat. Merkst du was? Der Mann widerspricht sich doch selber. Und dann kommt die Frau Ludwig an und sagt, das ist ein Fachmann. Warum fragt denn die Frau Ludwig denn nicht nach in Kanada? Sie ist eine Politikerin, sie kann auch einen anderen Politiker fragen. Oder sie geht Frau Merkel und sagt, du frag doch mal, wenn du mal wieder drüben bist, da bei dem, wie es da mit den Drogen ausschaut, würde mich mal interessieren, oder fliegt selber hin. Weißt? Es reicht halt nicht, nur die Nachbarländer anzuschauen, weil die Erde ist rund. Wenn du da in eine Richtung fliegst, kommst du da hinten wieder an. Und das muss auch eine Bundesdrogenbeauftragte kapieren. Die Erde ist eine Kugel. Und Tatsache hat man es mit diesem Strafrecht in der Hand, ob es auch in anderen Ländern weiterhin diese Preise erzielt und ob die dann Kriege führen können mit dem Geld, was sie durch Drogenverkauf gewinnen. Wir machen uns doch nichts vor, woher hatten die Taliban die Kohle? Von den Mondfeldern in Afghanistan und Pakistan. Und was wird daraus gemacht? Ganz genau. Wenn man jetzt Cannabis legalisiert, könnte man ja mit Afghanistan, Pakistan, Marokko verhandeln, ob die das nicht auch den Anbau legalisieren und dann exportieren die halt zu uns. Das Zeug kriegen wir ja schon los. Weißt du, das ist mein Mann sowieso. Also, wenn es aber legal wäre, könnten wir den Preis anders gestalten und das würde den Leuten dort vor Ort besser gehen, weil sie dann keine Heroin mehr anbauen müssen. Also das sind doch Gedanken, die man sich immer fragen. Ich verstehe es nicht, dass man da nicht schon mal draufgekommen ist. Auch in den Ländern, wo Kokain angebaut wird. Wenn du da Cannabis legalisierst und auf den Feldern, wo Koks angebaut wird, bauen die dann Cannabis an, weil sie damit genauso gut Geld verdienen können, die Bauern. Oder sogar ein bisschen mehr. Dann hast du das auf einen Schlag erledigt. Und die ganzen Kartelle sind sofort arm, weil die ja kein Geld mehr haben. Die hauen ja Geld raus wie blöd. Und wenn da nichts mehr reinkommt, dann ist die Kohle weg. Weißt du, was ich meine? Ohne Geld keine Macht. Also ich kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist der Schlüssel. Ist die Legalisierung von Cannabis für so vieles. Wenn man es denn dann auch benutzen möchte, dieses legalisiert haben. Luxemburg legalisiert auch jetzt dann demnächst. Oder haben schon beschlossen oder machen es dann. Also, weißt, es ist so lächerlich, so daran festzuhalten, wegen irgendwelchen alten, verbohrten Dingen. Das ist alles schon längst überholt, 100.000 Mal. Und dann reicht's nicht, irgendeinen Suffkopf vor die Kamera zu zerren, der dann irgendeine Lügengeschichten erzählt. Ist einfach nicht mehr ausreichend. Und wenn man die Zahlen alle mal belastungsprobte, dann hält das nichts stand, weil es eine Quelle ist, die halt
Weißt, ich verstehe nicht da diese Märchenerzähler, hey. Die nutzen Isa von Psychosen. Die wollen doch, dass es die Psychosen gibt. Sie verdienen ihr Geld damit. Warum sollten die vor irgendetwas warnen, was angeblich Psychosen auslöst? Glaube ich selber nicht. Und warum sind es in Österreich keine Psychosen, sondern da heißt es plötzlich Schizophrenie, weil da irgend so ein Hamper da sitzt, der genau das behauptet. Ich bin mir sicher, dass auch denen seine Zahlen keiner Belastungsprobe standhalten. Übrigens, Alkohol beim missbräuchlichen Konsum von jungen Menschen löst genauso viele Psychosen aus wie Cannabis. Beim missbräuchlichen Konsum bei jungen Menschen. Peace out.